Spannend ist es, herauszufinden, was persönlicher Erfolg bedeutet. Und noch spannender ist es zu lernen, diese Erfolge tatsächlich im Leben, also in deinem Leben, zu verwirklichen. Darum geht es in diesem Video, das wichtigste Naturgesetz für deinen Erfolg. Und ganz zum Schluss des Videos erhältst du von mir noch eine Übersicht über die wichtigsten Erfolgsbereiche in deinem Leben. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Coach, Trainer und Berater, sondern auch Unternehmer und früher war ich auch viel im Leistungssport unterwegs oder auch in der Musik. Und die Frage, die ich mir immer gestellt habe, wie kann ich noch besser werden, wie kann ich erfolgreich werden? Was ist nun das wichtige Erfolgsgesetz, was sowohl erfolgreiche Trainer, Autoren und andere Persönlichkeiten für sich entdeckt haben? Schauen wir einfach mal diese Person an, die vor einem Ofen sitzt und sich wärmen möchte. Es gibt die eine Gruppe von Menschen, die sich vor den Ofen setzen und den Anspruch haben, dass sie nun gewärmt werden. Sie sagen, lieber Ofen, gib mir deine Wärme und vielleicht gebe ich dir ein Stück Holz. Und du merkst schon, an dieser Einstellung stimmt etwas nicht, denn dieser Ofen wird nicht wärmen können, wenn kein Feuer brennt. Und dann gibt es die andere Gruppe von Menschen, die entsprechend vorbereitet mit ihrem Feuerholz zum Ofen kommen, es dort entzünden, das Holz, und der Ofen nach einer gewissen Zeit auch entsprechend Wärme spendet. Das hört sich vielleicht ein bisschen zu einfach an oder lächerlich an, aber tatsächlich, wenn du in dein Umfeld mal hineinschaust, wie viele Menschen wollen ganz gerne mehr Geld verdienen, aber sind nicht bereit, mehr zu arbeiten oder sich weiter zu qualifizieren. Schau einfach mal in dein Umfeld, wie viele Menschen tatsächlich gesünder sein wollen und tatsächlich etwas dafür tun. Oder die Menschen, die bessere Beziehungen haben wollen, und schau dir an, wo sie ihre Zeit und in was sie ihre Zeit investieren. Nämlich selten in den Aufbau und Akquise neuer Beziehungen. Es bleibt natürlich jetzt die einfache Frage, wofür steht der Ofen und wofür steht das Holz? Spannend ist also herauszufinden, wofür das Holz steht, wofür die Öfen stehen, und das Interessante, so glaube ich und auch viele erfolgreiche Trainer und Persönlichkeiten, dass du nicht nur einen Ofen in deinem Leben hast. Denn was nützt es dir, wenn du Millionär bist, aber du bist todkrank? Was nützt es dir, wenn du Millionär bist, aber du hast keine vernünftigen, belastbaren, tragfähigen Beziehungen? Das heißt, der erste Schritt, um das Naturgesetz für deinen Erfolg hier anzuwenden, ist zunächst mal festzulegen, welche Öfen du überhaupt befeuern willst. Denn dieses Prinzip, dass du deine Öfen erst mit deinem Holz bestücken musst, damit dort ein Feuer entsteht, was dann schließlich als Ofen dazu führt, dass er die entsprechende Wärme absondert, ist tatsächlich das Festlegen deiner Öfen. Die meisten Menschen um dich herum allerdings, die haben etwas nicht gemacht. Sie gehören nämlich zu den 90% der Menschen, die keine schriftliche Zielsetzung haben. Deshalb lade ich dich jetzt ein, zunächst deine 7 bis 10 Öfen zu definieren. Ganz am Ende dieses Videos bekommst du noch einen Hinweis zu einem Link, wo du dir die häufigsten 7 bis 10 Öfen von vielen hundert von Klienten, die ich betreut habe, herunterladen kannst. Dort findest du Ideen und Vorschläge, wenn du jetzt nicht sofort auf Anhieb 7 bis 10 Öfen definieren konntest. Kommen wir zum nächsten Punkt. Wofür steht dein Holz? Dein Holz steht tatsächlich für das, was allen Menschen gleichgegeben worden ist, nämlich deine 60 Sekunden in der Minute, die 60 Minuten in der Stunde, die 24 Stunden am Tag, und mal 7 ergibt das 168 Stunden in der Woche, mal 52 Wochen, und das wiederum mit deiner Lebenserwartung. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise 30 Jahre bist, hast du eine potenzielle Lebenserwartung wahrscheinlich um die 100 plus minus 10 Jahre. Und dort wiederum gibt es eine produktive Phase, eine Hochleistungsphase, sowohl physiologisch als auch psychologisch, die wird zwischen 30 bis 50, zwischen 30 bis 60 sein. Das ist dein Brennholz. Es liegt also an dir, wo du deine hochwertige Lebenszeit investierst. Du kannst dich natürlich auf die Couch setzen und Netflix, Amazon Prime oder Fernsehen gucken. Nun, dann guckst du entweder im Sportbereich beispielsweise anderen Menschen dabei zu, wie sie noch erfolgreicher und reicher werden, weil du zuguckst, oder du lässt dich einfach ablenken, unterhalten, deine Zeit vertreiben. Und diese Zeit ist vielleicht viel besser eingesetzt, wenn du sie in deine Lebensöfen hineinschiebst. Zusammengefasst also heißt das wichtigste Naturgesetz das Gesetz von Ursache und Wirkung, oder wie der Bauer sagt, von Saat und Ernte. Wenn du zu einer Bank gehst und erstmal dir von dem Bankmitarbeiter deine Zinsen überweisen lassen möchtest und er fragt ja, von welchem Konto dann, und dann sagst du beispielsweise, das will ich erst anlegen, wenn ich genug Zinsen bekommen habe, dann wird dir der Bankmitarbeiter auch den Vogel zeigen. Zunächst mal gilt es, die 10 oder 100.000 Euro einzuzahlen, dann kannst du Zinsen erwarten.
Zunächst gilt es erstmal, deine Saat auszubringen, dann wirst du ernten. Zunächst einmal gilt es, dein Holz in die verschiedenen Öfen hineinzuschieben, ein Feuer zu entzünden und dann wirst du gewärmt. Wie du also siehst, ist das Prinzip relativ simpel. Allerdings überleg einfach mal selbst, wie viele Menschen um dich herum genau wissen, welche Lebensöfen sie befeuern wollen. Und überleg als zweites, wie viele Menschen sich ihrer Lebenszeit bewusst sind, wie wertvoll diese Ressource ist und wie gut sie die tatsächlich auch beschützen und zweckmäßig investieren. Wie du also siehst, hast du in unserem Land alle Freiheiten. Niemand wird dich zu Frondiensten verpflichten oder Zwangsarbeit. Auf der anderen Seite ist es auch verboten, dass andere über dich bestimmen und sagen, was die Lebensöfen in deinem Leben sind. Du kannst hier alles aussuchen. Du hast volle Freiheit, volle Wahlrechte hier bei der Auswahl deiner Lebensöfen. Und auf der anderen Seite hast du aber auch die Freiheit, deine Lebenszeit frei zu investieren. Sicherlich gilt es am Anfang, mit normaler Arbeitszeit deinen Lebensunterhalt zu verdienen. Aber je erfolgreicher du deine Lebensöfen gefunden hast und vielleicht bei einem Ofen auch deine Berufung drin ist, dein Auftrag oder das, was du gerne machst, wo du gerne anderen dienst, wirst du immer mehr auch dort Geld verdienen. Also letztendlich dein Ofen der Vermögensbildung wird angeheizt und du wirst mehr einnehmen, als du ausgibst. Wie du also siehst, besteht ein erfolgreiches Leben daraus, nochmal wiederholend erstmal alle Öfen zu bestimmen und zweitens sich bewusst zu machen, was das Lebensholz ist und das dann für die Dauer, wie du erfolgreich werden willst, wie groß deine Ziele sind, auch zu managen. Sprich, du brauchst ein Zeitmanagement, ein Holzmanagementsystem, mit dem du deine Ressourcen des Holzes auch schützt, dass es in diese Öfen reingeht und nicht in die Öfen fremder Menschen. Das bedeutet also, du bist voll ausgestattet mit allen Freiheiten, Potenzialen und Möglichkeiten und doch stellt sich die Frage, weshalb so wenig Menschen genau das tun, nämlich ihre Erfolge systematisch aufzubauen. Und ich glaube persönlich nicht, dass diese Menschen Opfer sind, unterdrückt werden oder keine Chance haben, sondern ich glaube vielmehr, dass die Menschen sich nicht auf den Weg machen, und das wird sich auch bei dir heute entscheiden, sich Gedanken über sich selbst zu machen, was die Lebensöfen sein können. Gedanken über sich selbst zu machen, wo sie in den letzten Tagen, Wochen und Monaten ihr Holz verschwendet oder investiert haben. Ich weiß nicht, wie viele Menschen du kennst, die ein gut durchorganisiertes Zeitmanagement haben, denn Zeitmanagement ist nichts weiter als Brennstoffmanagement, das genutzt werden kann, um deine Öfen zu befeuern. Und dabei wünsche ich dir viel Erfolg, dass du nicht zu dieser Mehrheit gehörst, die ihre Freiheiten, ihre Potenziale nicht nutzen und verschwenden. Ich wünsche dir, dass du selbst heute oder morgen bis zum Ende der Woche herausgefunden hast, was deine 7 bis 10 Öfen sind. Und dafür habe ich ein kleines Präsent vorbereitet, nämlich unterhalb des Videos findest du einen Link zu einer Übersicht von den häufigsten 10 Lebensbereichen, von den häufigsten 10 Öfen, die Menschen für sich als sinnvoll erachtet haben, befeuert zu werden. Wenn du darüber hinaus noch eine persönliche Unterstützung brauchst, zu der ich dir auf jeden Fall rate, in Form eines Mentoring, Coaching, Training oder Beratung, dann kannst du jederzeit gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Auch hierzu findest du den Link unterhalb des Videos. Ich freue mich an der Stelle, wenn du Verantwortung übernimmst für deinen Brennstoff und dieses Prinzip von Ursache und Wirkung, was weltweit und wahrscheinlich im gesamten Universum auch gilt, auch für dich anzuwenden. Gerne kannst du jetzt das Video liken, den Kanal abonnieren, die Glocke betätigen und uns gerne weiterempfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg dabei, erfolgreich zu werden.